Ah, ich bin live. Hello, hello, hello. Mal gucken auf meiner Testseite. Ich habe schon Zuschauer. Ich sehe auch das Kommentarfeld hier. Schreib mir doch mal rein, ob ich in der Entdecke und Lebe deinen Seelenplan-Gruppe bin. Ah ja, das klappt ja sehr schön. Passt wunderbar. Sehr schön, ihr Lieben. Einen wunderschönen Sonntagmorgen wünsche ich euch, wünsche ich dir. Heute zum Muttertag. Was wäre, wenn jeden Tag Muttertag wäre? Ich ziehe mal meine Brille aus, damit das hier nicht so spiegelt. Die Fenster hier nicht so spiegeln. In meiner Brille. Ja, ich gucke mal gerade hier noch nach der Lautstärke, aber das müsste eigentlich auch passen. Genau. Gut, wunderbar. Also, schenk mir gerne mal ein Herzlein, einen Daumen hoch, damit auch andere sehen, dass hier es etwas gibt heute in der Gruppe und wir besser zu finden sind für diejenigen, die auch hier live heute Morgen hinzukommen möchten. Und Special Live heute zum Muttertag. Ja, bin alleine heute vor der Kamera. Vielleicht hast du es gesehen, die Woche. Madeleine war ja am Donnerstag, war das genau. Noch kurz live hier in der Gruppe, um Ciao zu sagen. Sie ist am Donnerstag nach Portugal geflogen und ist jetzt erstmal für 4 Wochen in Portugal, um sich weiterzubilden. Ich werde von Dienstag bis Mittwoch, nee, von Dienstag bis Freitag nächster Woche auch noch an einem wunderbaren, ja, Online-Seminar, Online-Mastermind teilnehmen, auch nochmal, um mich weiterzubilden. Und so sind wir ständig im Grunde genommen unterwegs, um uns selbst weiterzubilden, für uns und natürlich auch für dich, um dir hier immer wieder, ja, neue Aspekte, weitere Aspekte auch zu schenken. Vor allem auch, wenn du dich dazu entscheidest, in die Akademie zu kommen, in so MetLife reinzuhüpfen, was gerade wirklich das Programm ist, was so ein Allround-Paket dir bietet, wo wir wirklich für ein paar Monate an deiner Seite sind und gemeinsam mit dir den Erfolg generieren für dein freies Soulmate Life, seelengemachtes Leben, von dem du schon ja so lange träumst oder auch schon aufgehört hast zu träumen. Und schon gerne mal, ich habe die Woche mit ein paar Frauen gesprochen, denen es so schwer gefallen ist, überhaupt mal über große Träume zu sprechen, über Ziele zu sprechen, über das zu sprechen, was sie eigentlich im Leben noch erreichen wollen. Und ich habe mich da mal auch in meinem früheren Leben wiedergefunden, wo so viele Schleier schon über mich gelegt waren, dass ich schon gar nicht mal wusste, was heißt große Träume, was sind große Ziele. Und ich dann erstmal angefangen habe, auch darüber nachzudenken, mit einer Anleitung natürlich. Alleine ist mir das auch nicht gelungen. Welche Erfahrung möchte ich denn in diesem Leben hier noch machen? Eine wunderbare Frage, die ich dir gleich schon mal mit weitergebe hier heute zum Muttertag. Aber auch natürlich an alle, die keine Mütter sind, also die, deren Seele sich in diesem jetzigen Leben dazu entschlossen haben, auf diesem physischen Weg keine Kinder zu haben. Und natürlich auch an die Väter und männlichen Zuschauer, die hier dabei sind. Wir alle haben eine männliche Seite, eine weibliche Seite. Sowohl als Mann als auch als Frau brauchen wir beides. Beides ist erforderlich. Also fühl dich auf jeden Fall hier auch angesprochen. Und ich habe mir dann irgendwann auch mal die Frage gestellt, weil es mir einfach so schwer gefallen ist, mal wieder groß zu träumen, welche Erfahrungen möchte ich in diesem Leben jetzt noch machen. Und eines meiner
Dinge, die ich aufgeschrieben hatte, war, wirklich mir die Welt anzuschauen, mich in erster Linie dort aufzuhalten, wo es mir gerade gefällt, die Family zu fragen, hey, dann und dann geht es dahin, wer kommt mit, unabhängig natürlich von meinem wunderbaren Mann, der jetzt schon seit 27 Jahren an meiner Seite ist. Zwei wunderbare Kinder, Madeleine kennst du ja, haben sich dazu entschlossen, zu uns zu kommen. Roman, mehr so hinter den Kulissen. Auf eine andere Art und Weise ist er online unterwegs, noch sichtbar online unterwegs, musikalisch. Und ja, ich habe so auch die Technik, die es jetzt auch so gibt, die Woche nochmal gefeiert, als Madeleine in Portugal angekommen ist. Was für ein Wunder. Wir werden heute ganz viel über Wunder sprechen. Was für eine wunderbare Persönlichkeit du bist. Was für ein Wunder du bist. Wie viel mehr kannst du heute ja zu dir sagen? Darum sollte es gehen. Aber ich fand das so toll. Und wenn du so ein bisschen meine Generation ja auch bist, vor 30 Jahren hätte ich mir ja nie vorstellen können, dass es da mal so ein Teil gibt und da so eine App drauf ist, die sich WhatsApp nennt, wo man per Video miteinander sprechen kann. Und Madeleine hat so eine Roomtour und eine Haustour mit mir gemacht in dem Haus, in dem sie jetzt für die nächsten 4 Wochen ist und mir auch so die Umgebung außen gezeigt. Wunderschöne Landschaft, so in der Natur gelegen. Man kann richtig diese wunderbare Energie da auch über WhatsApp, über Video wahrnehmen, die da herrscht. Und wie schön wir inzwischen auf diese Dinge zurückgreifen können, uns diese Dinge zunutze machen können. Und wie schön es ist und wie viel mehr kannst du dich da auf diesem Raum öffnen, dass das auch für dich möglich ist, wirklich frei zu leben. Dort zu leben, wo du wirklich möchtest, dort zu leben, wo dein Herz, deine Seele sich hin, dich hinführen. Und mir ist dann nochmal so bewusst geworden, was für ein freies Leben wir führen. Wir treffen uns dann jetzt, also wir sind jetzt hier, mein Mann und ich, mal noch für 3 Tage in Deutschland, dann geht es erstmal zurück nach Zypern. Dann wird Madeleine auch von Portugal aus nach Zypern kommen. Dann kommt unser Sohn, der Roman, der wird auch Anfang Juni nach Zypern kommen. Und alle auch mit ihren Partnern auch zusammen sein. Und wie viel mehr kannst du dich den Gedanken öffnen, dass auch da in der Richtung ganz viel für dich möglich ist. Weil die Dinge, du bist ja hier, weil die Dinge dich irgendwie auf irgendeine Art und Weise berühren, ansprechen. Sonst wärst du nicht sonntags morgens hier live, sonst wärst du nicht hier in diese Community gekommen, sonst würdest du dir nachher vielleicht nicht die Aufzeichnung noch ein zweites Mal anschauen, sonst würdest du mich nicht seit einer Weile schon verfolgen oder vielleicht bist du ja auch ganz neu, diese Woche haben auch hier nochmal wunderbare Frauen ganz neu den Weg hier zu uns gefunden. Auf dem Weg auch nochmal herzlich willkommen hier in unserer Erfolgs-Community. Und sonst würdest du dich auch nicht dafür interessieren, allein schon vom Titel her, entdecke und lebe deinen Seelenplan, kreiere deinen Seelenberuf und erschaffe dir dein Soulmate Life. Und wie viel mehr kannst du jetzt wirklich heute beginnen, ja zu dir zu sagen und dich anzuerkennen. Anzuerkennen, sich anzuerkennen ist nochmal eine andere Energie, eine andere Qualität als Dankbarkeit. Also Dankbarkeit, wirklich tiefe Dankbarkeit. Nicht nur aufschreiben, ich bin dankbar für das Glas Wasser, was ich da jetzt gerade vor mir stehen habe und trinken darf, was mir zur Verfügung gestellt wurde von Mutter Natur. Sondern das auch wirklich zu fühlen, das ist das eine. Und das Anerkennen ist, dass du etwas wirklich erkennst. Anerkennst, wenn wir dieses Wort mal auseinanderpflücken. Weil schau mal, es ist alles eine große Energie. Wir alle sind ein Teil dieser großen Energie. Und das sind auch Dinge, das ist Wissen, was in dir verborgen ist. Wenn wir mal ein bisschen ganz weiter zurückgehen zu einem Zeitpunkt, wo du dich auf einer
anderen Ebene, auf dieser lichtvollen Ebene dazu entschlossen hast, hier auf dieser Erde, um es jetzt spirituell auszudrücken, zu inkarnieren, zum jetzigen Zeitpunkt. Du hast ja deine Familie ausgesucht. Du wusstest ganz klar, wie viel mehr kannst du dich diesem Gedanken jetzt öffnen? Du wusstest ganz klar, welche Erfahrungen du machen möchtest in diesem jetzigen Leben, in diesem jetzigen Körper. Du hast dich entschieden, in dieser Familie zu inkarnieren. Du hast Dinge mit hierher gebracht, die immer noch tief in dir verborgen sind. Du wusstest, welche Erfahrungen du machen möchtest. Du wusstest, dass alles für dich möglich ist. Du wusstest um universelle Gesetze. Du wusstest, dass das Universum, das Leben immer an deiner Seite sind. Du wusstest, dass du alles erreichen kannst, was du nur haben möchtest. Du wusstest, dass du all deine Träume und Ziele zu deiner Lebenswirklichkeit werden lassen kannst. Du wusstest, dass alles für dich möglich ist und jegliche Energien, die du gerne bei dir haben möchtest, sei es in Form von Menschen an deiner Seite, sei es auch in Form von Geldenergie, dass alles für dich möglich ist. Du wusstest das. Und du wusstest auch, dass du Wunder geschehen lassen kannst. Du wusstest, dass du dir deine Lebenswirklichkeit selbst erschaffen kannst. Du wusstest, dass du dir alles kreieren kannst, was du nur möchtest. Und vor allem wusstest du auch, dass du alleine die Einzige bist, die sich deine Lebenswirklichkeit erschafft und niemand anderes auf dich Einfluss haben kann, es sei denn, du lässt es zu. Und wie viel mehr können wir jetzt heute Morgen mal diesen Raum öffnen, was für tiefes, altes Wissen du in dir trägst, was du mit dir hergebracht hast. Wie viel mehr kannst du dich dem jetzt öffnen? Wirklich, lass uns mal gemeinsam diesen Raum jetzt hier dafür öffnen, für dieses tiefe Wissen, was in dir verborgen ist. Wie viel mehr kannst du jetzt wirklich dich dafür anerkennen, dich wirklich erkennen, dein wahres und endlich großes Wesen, was du bist, das diesen physischen Körper hat, das aber in Wahrheit ein unendlich großes Energiewesen ist. Und vielleicht magst du jetzt einfach mal dir vorstellen, mal alle Barrieren runterzufahren. Alle energetischen Mauern, alle Schranken, die du bis eben, wann auch immer und warum auch immer, aufgebaut hast, einfach mal herunterzufallen in Mutter Erde. Wie viel mehr kannst du dich jetzt dem Gedanken öffnen, dass du dich jetzt dafür entscheiden kannst, all die Geschichten und Themen und auch Energien, die überhaupt nicht deinem wahren, ich nenne es jetzt mal göttlichen Kern entsprechen, wirklich mal zurückzuschicken zum Absender, zu deinem höchsten Wohle und zum höchsten Wohle aller Beteiligten. Wie viel mehr kannst du anerkennen, das Wunder, das du bist, und dich jetzt mal ausdehnen in dein unendlich großes, wahres Wesen, was du in Wahrheit bist. Nochmal, du bist nicht dieser Körper, du hast diesen Körper. Und wenn du Mama bist, wenn du Kinder bekommen hast in diesem Leben, schau mal, was für ein Wunder, dass da ein menschliches Wesen, ein Kind in deinem Bauch über Monate herangewachsen ist. Was für ein Wunder, dass du auch mal im Bauch von deiner Mama herangewachsen bist. Egal, wie das später geendet hat. Lass mal all das jetzt außen vor, wenn da vielleicht noch Themen in dir verborgen sind, Verstrickungen, Verknüpfungen, gordische Knoten zwischen dir und deiner Herkunftsfamilie, sei es zu deiner Mama oder auch zu deinem Papa. Aber was für ein Wunder ist, dass du im Bauch von deiner Mama mal herangewachsen bist und es irgendwann mal unbequem wurde, weil du eine Größe erreicht hattest
und gespürt hast, dass es jetzt Zeit wird, auszuchecken aus dem Bauch von der Mama. Was für ein Wunder. Was für ein Wunder, dass du dich dann bereit gemacht hast, auszuchecken über den Geburtskanal oder warum auch immer auch du dich dafür entschieden hast, in Anführungsstrichen ganz kaiserlich auf die Welt zu kommen. Was für ein Wunder. Du konntest atmen. Alle Zellen und Organe, du warst eine vollständige Persönlichkeit, ein vollständiges Wesen. Du hattest Sauerstoff zum Atmen, du hattest Augen, du hast bis heute Augen, die in diese wunderschöne Welt blicken, die Farben sehen können. Was für ein Wunder. Du hast dich umsorgen lassen als kleines Wesen. Was für ein Wunder, dass immer für dich gesorgt war, dass du gepflegt wurdest, dass du Nahrung bekommen hast, dass du Kleidung bekommen hast, dass man dir beigebracht hat, wie Essen und Trinken funktioniert. Und zwar auch in dem Stil, in dem Maßstab, wie es auch für deinen Körper gut war. Und was für ein Wunder, diese Zellteilung, die von dem ersten Moment an, wo du dich dazu entschieden hast, in dieser Familie zu inkarnieren, wo erstmal eine Eizelle befruchtet wurde, die dann später sich immer mehr und mehr geteilt hat, sodass du daraus entstanden bist. Was für ein Wunder. Wie viel mehr kannst du dich wirklich diesen Gedanken jetzt öffnen, was für ein wundersames Wesen du bist und von wie vielen Wundern du, wir immer alle umgeben sind. Und was für ein Wunder ist es, wenn wir uns abends zu Bett begeben, die Äuglein schließen, am nächsten Tag wieder aufwachen und wieder in diese Welt blicken können. Die Farben sehen, die Sonne, den Regen, riechen, schmecken können, atmen können, dass immer alles für uns da ist, dass immer, immer alles für uns da ist. Auch die Dinge, von denen du bis eben glaubst, die Mangel sind, die nicht für dich da sind, weil, keine Ahnung, welches Weil du dir da gerade erzählst. Was für ein Wunder, dass alles immer für dich da ist. Wie viel mehr kannst du dich erstmal diesen Gedanken heute hier öffnen? Und was für ein Wunder, dass du immer neu wählen kannst. Wie viel mehr kannst du dich jetzt und heute hier dafür entscheiden, dich diesen Wunder, dass du in Wahrheit bist, zu öffnen, das anzuerkennen, das zu sehen und nichts mehr für selbstverständlich zu sehen, sondern einfach dieses tiefe Wissen, das du mitgebracht hast, hierher wirklich zu sehen, anzuerkennen. Was für eine wunderbare Persönlichkeit du bist. Wie viel mehr kannst du so jetzt ab heute Ja zu dir selbst sagen? Wie viel mehr kannst du wirklich Ja zu allem, was ist, sagen? Ja zu der Fülle, die dich umgibt, auf allen Ebenen. Ja zu dir als wunderbare Persönlichkeit. Wie viel mehr kannst du dich davon verabschieden, von dem Gedanken, dass du keine Wunder jetzt kannst entstehen lassen, wo du doch selbst das Wunder bist. Und wenn du zu den Frauen gehörst, die tatsächlich in diesem Leben Kinder bekommen haben, Mama, wir machen noch mal einen kleinen Ausflug dahin. Was für ein Wunder, dass eine Persönlichkeit in dir, in deinem Bauch herangewachsen ist, die sich auch dazu irgendwann entschieden hat, deinen Körper zu verlassen, weil der Zeitpunkt da war, auszuchecken, auf welchem Weg auch immer. Und was für ein Wunder, wie sehr du dich diesem Prozess dann auch hingegeben hast. Manchmal ein bisschen mit Anstrengung, manchmal ohne Anstrengung. Aber schau mal, im Hinblick auf Anstrengung, war es anstrengend für dich, in den Körper zu inkarnieren, den du dir mal ausgesucht hast, um das Licht dieser Welt zu erblicken? War das anstrengend? Nein, du hast dich einfach dafür entschieden.
War es anstrengend, diese Zellteilung im Bauch von deiner Mama? Nein, das ist einfach geschehen. Du hast es geschehen lassen. Und auch jetzt, schau mal, ist es anstrengend, wenn du einen Schluck Wasser trinkst, sei denn du hast gerade Halsschmerzen, weil irgendwas in deinem Kehlchakra sich gerade bemerkbar macht, dass du vielleicht viele Dinge eigentlich aussprechen möchtest oder wolltest, die nicht ausgesprochen wurden, die eigentlich einen Raum gerne hätten und deine Seele dir jetzt über deinen Körper jetzt die Botschaft schickt, wow, da schmerzt was im Hals, im Kehlchakra, da möchte etwas einen Raum haben, da möchten Dinge ausgesprochen werden. Da möchte deine Seele, dass du viel mehr zu deiner eigenen Wahrheit stehst und mal Dinge aussprichst, die in dir verborgen sind, mal deine eigene Wahrheit aussprichst, dir mal erlaubst, wirklich mutig zu sein und zu dir zu stehen und aufzuhören, darüber nachzudenken, was andere von dir denken, wenn du das und das machst. Und auch mal aufzuhören, darüber nachzudenken, dass etwas nicht möglich ist. Wie viel mehr kannst du die Möglichkeiten in deinem Leben erkennen, die immer da sind? Wie viel mehr kannst du dich dem Gedanken öffnen, dass das Universum, das Leben immer wohlwollend an deiner Seite sind? Und wie viel mehr kannst du dich dem Gedanken öffnen und ja zu dir selbst auch sagen, zu dem, was dich wirklich ausmacht, diesem unendlich großen Wesen, das du in Wahrheit bist, dass nichts und niemand, Achtung, nochmal, nichts und niemand über dich bestimmen kann, die Macht über dich haben kann. Es sei denn, du triffst die interessante Entscheidung und lässt es zu. Du hast die interessante Entscheidung und Wahl getroffen, es zuzulassen. Und bitte wisse, egal wo du jetzt gerade stehst, wenn du mal kurz zurückblickst auf das Gestern, auf das Vorgestern, auf dein Leben, wie viel mehr kannst du ja zu diesen Kreationen sagen, auch wenn sie rückblickend noch so herausfordernd waren und bis eben vielleicht auch noch sind, dass aber alles deine eigenen Kreationen waren, warum auch immer. Vielleicht, weil du ganz besondere Erfahrungen machen wolltest. Vielleicht, weil du ganz viel auf der unbewussten Ebene dich verbogen hast und Dinge gemacht hast, die überhaupt nicht dir selbst entsprochen haben, die aber zu diesen entsprechenden Lebenssituationen geführt haben. Wie viel mehr kannst du dich dem Gedanken öffnen, dass nichts und niemand anderes diese Lebenswirklichkeit, so wie sie bis heute ist, erschaffen hat? Du selbst. Und wie viel mehr kannst du anerkennen, wie viel an Kreativität in dir verborgen ist und wie kreativ du bist, dass du all das, was bislang war, selbst erschaffen hast? Was kannst du nun mit den Dingen machen, wo du jetzt rückblickend sagst, naja, das wollte ich so eigentlich nicht haben? Da sind wir wieder bei den Naturgesetzen. Alles ist eine große Energie. Dinge, die du weißt. Wie viel mehr kannst du dieses Wissen jetzt nutzen? Du kannst aus all diesen Energiefeldern, ich nenne es jetzt mal Energiefelder, mit anderen Worten, Klammer auf, Klammer zu, all die Lebenssituationen, die du dir erschaffen, die du dir kreiert hast, wo du sagst, das wollte ich so überhaupt nicht, kannst du einfach deine Energie zurückfordern, um nochmal ein sogenanntes Nullpunktfeld entstehen zu lassen. Es ist eine Wahl. Du kannst aus all den Energiefeldern, aus all den Lebenssituationen, wo du bis jetzt sagst, das wollte ich so nicht, sei es Menschen im Außen, sei es Situationen, sei es Arbeitsplatzsituationen, sei es partnerschaftliche Beziehungen, sei es familiäre Beziehungen, auch zu deinen inzwischen vielleicht erwachsenen Kindern, sei es zu deinem Körper, sei es zu dir selbst, sei es zu deinem Kontostand. Du kannst dich heute, hier und jetzt dafür entscheiden, all diese kreative Energien, die du da sicherlich zum großen Teil auf der unbewussten Ebene
hinein hast fließen lassen, damit Gleiches anziehen konnte, damit die entstehen konnten, kannst du dir erlauben und jetzt die Wahl treffen, all diese Energien wieder zurückzufordern zu dir. Um ein Nullpunktfeld, um ganz viele Nullpunktfelder entstehen zu lassen, um da neue Energien reinfließen zu lassen. Nämlich die Energien, die du wirklich da hineinfließen lassen möchtest. Um letzten Endes wirklich diese Situationen auch in deinem Leben kreieren zu können, wie du sie wirklich aus ganzem Herzen möchtest. Und wie viel mehr kannst du beginnen, ja, zu dem zu sagen, was dein Herz und deine Seele möchten. Statt nein, das geht jetzt nicht, weil. Statt nein, das brauche ich nicht, weil. Statt nein zu sagen zu deinen Wünschen. Statt nein zu sagen, das ist, da gehöre ich nicht hin. Statt nein zu sagen zu dir selbst. Wie viel mehr kannst du heute beginnen, wirklich, Entschuldigung, auf allen Ebenen ja zu dir selbst zu sagen, zu deinen Wünschen, zu deinen Träumen, zu deinen Zielen und aufzuhören, dass es immer oder viel ein Entweder-Oder ist oder auch Dinge abzulehnen und wirklich dein Sein auf Empfang zu stellen zu all dem, was du wirklich sein, haben und tun möchtest. Und zwar in der Reihenfolge. Ich doch mal einen Schluck Wasser trinken. Und ich gucke mal gerade, wer hier so alles dabei ist, bevor wir weitermachen. Mal gucken, ob ich jetzt hier noch die Kommentare sehe. Geht das hier? Nee, geht jetzt wieder nur auf Facebook. Okay, dann schauen wir mal, wer ist denn heute Morgen hier dabei? Die Anna ist dabei. Anna, wunderschönen guten Morgen, schön dich zu sehen. Wunderschönen Muttertag. Kerstin ist dabei. Wie schön. Die Dagmar ist dabei. Mein Schatz ist mit dabei. Die Julia ist mit dabei. Buenos dias. Calimera. Wie sagt man denn auf Switzerdeutsch? Switzerdeutsch? Guten Morgen. Anna, schreib's mal rein. Wie geht's auf Switzerdeutsch? Das kriege ich ja gar nicht über die Lippen. Guten Morgen, weiß ich gerade nicht. Kerstin, so schön, dass du auch dabei bist. Ja, also, wie viel mehr kannst du wirklich ja zu dir sagen und das Wunder in dir erkennen, dass du in Wahrheit bist? Ja zu sagen, weil schau mal, als du aus dem Bauch von der Mama ausgecheckt bist, und morgens voller Freude schon ganz früh mit den ersten Sonnenstrahlen in die Welt geguckt hast, es kaum erwarten konntest, aus deinem Bettchen zu hüpfen, weil du ganz neugierig warst auf diesen neuen Tag, weil du ganz neugierig warst, was du heute alles erleben kannst, weil du ganz neugierig warst, was du heute alles entdecken kannst, weil du ganz neugierig warst, was du heute kreieren kannst. Weil du ganz neugierig warst, zu was du allem heute ja sagen kannst. Wie viel mehr kannst du dich jetzt wieder in diese Energie hinein entspannen, hineinschwingen, hineinentwickeln, die du ja eigentlich in Wahrheit bist, die morgens das Wunder schon sieht, wenn sie die Augen aufmacht und an eine wundersame, wunderschöne Welt blickt. Wie viel mehr kannst du diese Wunder und die Fülle um dich sehen und erkennen? Wie viel mehr kannst du dich ab heute wieder auf den neuen Tag freuen, weil du heute die Entscheidung triffst, ich folge jetzt ohne Kompromisse dem Ruf meiner Seele. Ich folge jetzt ab heute ohne Kompromisse
dem Ruf meiner Seele. Ich höre auf, einem Plan B zu folgen, weil ich weiß, es gibt einen Plan A für mich und dem folge ich heute. Und ich gehe heute mit all meinem Sein, wie sagt man so schön, all in. Wie viel mehr kannst du dich dem Gedanken öffnen? Geht nicht, gibt's nicht. Es gibt nur noch eines für dich. Wie kann es gehen? Fragen zu stellen. Wie viel mehr kannst du dir Fragen stellen? Keine Warum-Fragen, sondern einzig und allein die Frage, wie kann es gehen? Was sind meine großen Wünsche, Träume, Erfahrungen, die ich hier auf der Erde machen möchte? Und Universum, wie ist es möglich? Leben, Universum, höheres Selbst, Seele. Ganz gleich, welchen Namen du dieser Energie gibst. Wie kann es für mich möglich sein? Zeig mir den Weg. Ich bin bereit, wirklich reinzuspringen in das freie Leben, das ich möchte. Du wusstest auch ganz genau, als du dich entschieden hast, in deiner Familie zu inkarnieren, dass deine Seele mit einer ganz leisen Sprache in Form von Gefühlen mit dir kommuniziert, dir immer den Weg zeigen möchte. Als Kind hast du dich diesen Gefühlen auch hingegeben. Wenn du Lust hattest, mit den Legos zu spielen, hast du mit den Legos gespielt. Wenn du Lust hattest, draußen im Regen barfuß rumzulaufen, wenn man es dir nicht verboten hat, wärst du draußen im Regen barfuß rumgelaufen. Wenn du Lust hattest, mit der Barbiepuppe zu spielen, hast du mit der Barbiepuppe gespielt. Wenn du Lust hattest, den Küchenschrank von deiner Mama auszuräumen, dann hast du auch das gemacht, es sei denn, man hat es dir verboten. Du hattest keine Ansichten darüber, dass etwas nicht funktioniert. Wenn du irgendwo ein schönes Kleid, wenn du mit deiner Mama oder deinen Eltern irgendwo in der Stadt unterwegs warst, gesehen hast, hast du einfach nur gedacht, wow, was für ein hübsches Prinzessinnenkleid, das möchte ich haben. Du hattest keine Ansichten darüber, dass das Kleid viel zu teuer ist für dich. Oder auch keine Ansicht darüber, welcher Betrag da steht, dass das viel oder wenig ist. Du hast einfach nur Ja zu dir selbst gesagt und Ja zu den Dingen, die du selbst für dich attraktiv, anziehend und schön fandest. Ohne Bewertung, ohne Ansicht darüber, dass etwas nicht geht, geschweige denn, dass du der Typ dafür nicht bist, weil du wusstest damals schon ganz genau, du kannst erst entscheiden, ob du dieses Kleid, bleib mal dabei, Prinzessinnenkleid, wie du dich darin fühlst, wenn du es getragen hast. Du hattest keine Ansicht auch darüber, dass das ein Kleid ist, das man nur zu besonderen Anlässen trägt, sondern du wolltest es einfach immer tragen, wenn du dich darin wohlgefühlt hast. Wie viel mehr, dazu würde ich dich auch gern einladen, kannst du dich den Gedanken öffnen, dass dein Körper auch so viel mehr weiß, was es jetzt als nächstes zu tun gibt. Wie viel mehr kannst du mit deinem Körper kommunizieren und ihn auch ab heute fragen, Körper, was möchtest du essen? Wenn du morgens aufwachst, Kleiderschrank aufmachst, Körper, was möchtest du tragen? Wie viel mehr kannst du dich davon verabschieden, wenn dein Körper, deine Augen, das schönste Kleid, das du im Schrank hängen hast, tragen möchte, dich von der interessanten Ansicht zu verabschieden? Ja, das ist ja nur für besondere Anlässe. Wahrheit. Du hast ja doch nichts gekauft, nur für besondere Anlässe, weil du nur dann, das ist, hat was mit Selbstliebe, mit Selbstachtung, mit Selbstwertgefühl zu tun. Wie viel mehr kannst du es dir selbst erlauben, jederzeit das zu tragen, das zu essen, das zu dir zu nehmen, in der allerbesten Qualität,
mit den feinsten Stoffen, wo dein Körper dich rundum wohlfühlt, statt dir die Geschichte zu erzählen, das ist nicht meines oder das sind nur Dinge für besondere Anlässe. Und das ist Wissen, was tief in dir verborgen ist. Auch wenn dein Kopf bei dem einen oder anderen jetzt noch das in Frage stellt, du könntest diese Worte von mir jetzt nicht hören, wenn es nicht in dir auf Resonanz stoßen würde, wenn es nicht in dir verborgen ist. Weil du kannst in anderen, das heißt jetzt in dem Falle in mir, nur die Dinge sehen, die auch in dir verborgen sind. Sonst würdest du es nicht sehen. Sonst wärst du überhaupt nicht hier. Sonst würdest du meinen Worten nicht lauschen. Wie viel mehr kannst du das jetzt sehen und anerkennen, dass alles, alles, alles in dir verborgen ist, was es braucht, um dir dein freies Leben zu gestalten. So, wie du es möchtest. Ohne Wenn und Aber und ohne Entweder oder, sondern nur in die Richtung, wie du es selbst haben möchtest. Wie viel mehr kannst du ab heute wirklich Ja zu dir sagen? Das ist ein nächstes Level von Selbstliebe, von Selbstwert, von Selbstwertschätzung, von dir selbst, von dem, was du ja in Wahrheit eigentlich bist. Eine wunderbare Persönlichkeit mit ganz viel Potenzial, mit ganz viel Kreativität. Einzigartig, selbst wenn du eine Zwillingsschwester hast oder hättest, es gibt dich nur ein einziges Mal auf diesem gesamten Planeten. Ich bin kein Zahlenmensch, sonst könnte ich jetzt noch den Vergleich mit Zahlen machen, wie viele Menschen hier gerade auf der Erde wandeln. Aber schau mal, dich gibt es nur ein einziges Mal. Und auch wenn deine Seele schon viele frühere Leben hatte, dennoch gab es dich nur ein einziges Mal. Und auch wenn deine Seele in der Zukunft noch einige Leben hat, dich gibt's und gab es nur ein einziges Mal. Und wenn wir auch die jetzige Zeitqualität jetzt noch mit reinholen, ist ja wissenschaftlich bewiesen, dass die Erde das ganze Universum immer schneller und höher schwingt. Und das ist ja auch der Grund, warum vielleicht auch gerade jetzt so viele Menschen von der Diagnose her, aus medizinischer Seite, Disharmonien diagnostiziert bekommen. Ich sage bewusst Disharmonien, du weißt, was ich meine. Weil das sind genau die, die sich ganz viel sicherlich auf unbewusste Weise, wie beim Eisberg, da geschieht sicherlich zu 90%, dass alles auf unbewusste Weise sich dagegen wehren, mitzuschwingen. Weil niemand tut sich ja bewusst wirklich weh. Ich schneide mir ja nicht, ich hole ja nicht ein Messer und schneide mir bewusst in den Finger und verletze mich da bewusst. Sondern das geschieht ja unbewusst, weil ich nicht achtsam bin beim Gemüseschnibbeln. Und es passiert, weil ich nicht präsent bin. Und wenn wir jetzt mal das jetzige Bewusstsein, das immer feiner schwingt, sind immer mehr Menschen auch, das sehen wir ja auch an unseren Kindern, so vor allem so ab Jahrgang 2000, es gibt ja auch einen Begriff dafür, Kristallkinder zum Beispiel, es gibt noch andere Begriffe dafür, die ja eine andere
von Anfang an schon viel mehr bewusster sind, wahrnehmender sind und, und. Wenn wir jetzt mal noch weiter denken, in der Palmblatt-Bibliothek hat man mir mal gesagt, ich komme noch dreimal, dann bin ich durch hier auf der menschlichen Ebene. Wenn man diese Weiterentwicklung, was immer feiner, immer höher schwingender wird, dann sage ich mir, wer weiß, wie sehr ich mich im nächsten Leben, und das habe ich mir auch schon vor 15 Jahren gesagt, vor 18 Jahren, als ich mich so auf diesen Weg gegeben habe, als ich die Praxis gegründet hatte, wo ich noch nicht für möglich hielt, dass auch meine Akademie daraus entsteht, dass ich auch wunderbare Frauen dabei begleiten darf und auch Männer auch sich ein freies Leben zu gestalten, das Soulmate-Life-Leben, das seelengemachte Leben wirklich frei zu leben. Da habe ich so eine Stimme auch schon in mir gehabt. Wer weiß, wie sehr ich mich im nächsten Leben an das Jetzige erinnern kann. Wissen wir ja alle nicht, wie sein wird, wie unser Bewusstsein da ist. Und ich dann zurückdenke, hätte ich doch nur in dem Leben. Jetzt schickt das Universum mir wieder die Pakete. Jetzt darf ich es bearbeiten. Hätte ich doch das nur mal früher bearbeitet in meinem vorigen Leben. Das war für mich so ein Aspekt, wo ich mir gesagt habe, ja, die Botschaften, die das Universum mir jetzt schickt, die leise Sprache meiner Seele, die immer über Gefühle mit mir kommuniziert, dem folge ich. Und im Hinblick auf das jetzige Leben, wie sehr kannst du dich dem Gedanken öffnen, dass du zurückblicken möchtest auf dein Leben? Das war auch eines meiner Schlüsselsätze mal. Es hat zwar ein paar Jahre gedauert, aber ich habe die Kurve noch gekriegt. Ich bin auch meinen Zielen gefolgt, ich bin auch meinen Wünschen gefolgt. Ich habe die leise Sprache meiner Seele wahrgenommen, die mir in meinem früheren Leben auf der körperlichen Ebene ja auch ganz viele Botschaften geschickt hatte. In Form von Disharmonien, Krankheitssymptomen. Wie viel mehr kannst du dich diesem Gesamtpaket, was du bist, eine wunderbare Persönlichkeit, ein unendlich großes Wesen, ein Wunderwerk dieser Natur, ein Teil dieser großen Energie, dich dem Gedanken öffnen, dass wirklich, wirklich alles für dich möglich ist und heute, hier und jetzt die Entscheidung treffen, dieser Energie zu folgen, dich zu lösen von Armut im Sinne von arm an Mut zu sein, sondern für dich, für dein Herz, für deine Seele zu gehen. Dich zu lösen von äußeren Umständen, die dir sagen wollen, das geht jetzt nicht, weil. Dich zu lösen von äußeren Umständen, wo du Geld bis eben noch die Macht über dich gibst und dich davon abhalten lässt, in dich zu investieren und wirklich dir dein freies Leben zu gestalten. Wie viel mehr kannst du dich dem Gedanken öffnen, dass es dazu auch eine Begleitung an deiner Seite braucht, von Menschen, die dort sind, wo du hin möchtest. Weil schau mal, das ist auch so eine interessante Geschichte, die wir uns erzählen. Wenn du, wir sind ja hier jetzt Deutschland, Österreich, Schweiz hier vertreten. Wenn ich Schweizerdeutsch, oh, jetzt habe ich es aber gut ausgedrückt, lernen möchte, dann gehe ich doch zu jemandem, zur Anna zum Beispiel, die es mir beibringen kann, wie geht Schweizerdeutsch. Wenn ich Englisch lernen möchte, dann gehe ich nicht zur Anna, weil das, die ist Schweizerin, weiß ich jetzt hier zufällig, die kann mir Englisch vielleicht ein bisschen beibringen, weil sie selbst vielleicht ein bisschen spricht. Anna, sorry, ich schulde dich jetzt hier als mal als Beispiel. Sondern dann gehe ich zu jemandem, der in der Muttersprache Englisch gelernt hat, der kann mir es beibringen. Wenn ich schwimmen lernen möchte, dann gehe ich doch nicht zu einem Tennislehrer, sondern zu jemandem, der schwimmen kann. Ich wäre ja... Es wäre ja verrückt, zu jemandem zu gehen, der Tennis spielt und sagen, bring mir Schwimmen bei. Kann ja nicht funktionieren. Das sind so die Dinge, denen du dich zusätzlich auch noch öffnen darfst,
Weil so ist unser menschliches Dasein ja auch aufgebaut. Bewusstsein, Unterbewusstsein, Unbewusstes. Wie beim Eisberg. Da ist nur so die Spitze oben zu sehen. Alles andere ist unter der Oberfläche. Und aus meiner Erfahrung, und ich kenne niemanden, dem es anders ging und geht, mit Büchern lesen, mit Seminaren besuchen, mit Stöbern im Internet. Das Internet ist ja wirklich ein Segen. Da findest du ja wirklich alles an Wissen, was es braucht. Du kannst ja alles googeln. Du findest auf alle Antworten, Fragen, interessante Aspekte und, und. Nur dich in dein Soulmate Life hinein zu entspannen, hinein zu entwickeln, das funktioniert mit einer ganz individuell auf dich abgestimmten Begleitung. Wie beim Schwimmen, wie beim Tennisspielen, wie beim Sprachelernen. Das funktioniert nicht, indem man einfach nur mal ein Buch liest, wie geht Englisch, wie geht Schwimmen lernen, sondern das funktioniert mit einer Begleitung. Und das ist mit allem so. Nur aus der Theorie lernen, wie geht Autofahren, kann nicht funktionieren. Ich brauche die Praxis, ich brauche jemanden, der es mir zeigt. So ist das Leben. Alles andere, was dich bis eben glauben lässt, ich kriege das alleine hin, ich mache das jetzt so, ich mache das jetzt autark auf dem Weg, ich habe mir jetzt schon so viel Wissen angeeignet und ich probiere das jetzt erstmal noch alleine und. Das kann man vielleicht mal noch machen, wenn man so zwischen 20 und 30 ist, wo man so das Gefühl hat, ja, ich habe ja noch unendlich viel Zeit. Nur ab einem gewissen Passalter. Ich habe zwar mir so die Glaubenssätze angeeignet, ich werde jünger, die Kinder werden älter. Aber dennoch ab einem gewissen Passalter habe ich mir gesagt, so jetzt hat es Zeit, dass ich die Kurve kriege. Dass ich die Erfahrungen mache, die meine Seele machen möchte wirklich hier. Dass ich so frei lebe und meinem Herzen folge, wie ich mir das eigentlich vorgenommen habe. Dass ich meinen Kindern das Vorbild noch bin und ihnen noch, auch wenn es ein paar Jahre gedauert hat, das wirklich mit auf den Weg gebe und auch vorlebe, damit sie es nachmachen können. Dass ich mich für mich selbst entscheide und ja zu mir selbst sage, wie ich es selbst gerne hätte. Wie viel mehr kannst du dich dem Gedanken öffnen, dass du so, wie du bist, wunderbar bist. Eine wunderbare, einzigartige Persönlichkeit mit ganz besonderen Talenten und Fähigkeiten. Mit ganz viel mehr Potenzial, Kreativität, als du es bis eben lebst, das eigentlich gelebt werden möchte. Wie viel mehr kannst du dich heute diesem Gedanken hier als wunderbare Frau öffnen und diesen Impulsen, die in dir sind, die deine Seele dir in Form von Botschaften schickt, in Form von Gefühlen, diesen wirklich folgen. Und aufhören, dir andere Geschichten zu erzählen. Mein Magen knurrt. Mein Körper sagt mir, ich will jetzt frühstücken. So, ihr Lieben, ich schau mal, was ihr mir noch hier so reingeschrieben habt. Danke für die Herzen, für Daumen hoch. Wie kann ich das hier jetzt aktualisieren? Okay. Switzer Ditch, guten Morgen. Guten Morgen. Sehr schön. Ich bin es mir wert und ein wunderschönes Kleid zu tragen. Yes, sehr schön. Anja, wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du auch dabei bist. Ihr Lieben, wie sehr kannst du jetzt wirklich beginnen, dir dein freies Leben zu gestalten und dich von allen Mustern und Prägungen, die du bis eben, wann auch immer und warum auch immer, übernommen hast, auf dich geladen hast, mit dir rumschleppst.
auch von den Energien lösen, die du wann auch immer und warum auch immer auf dich geladen hast, für andere übernommen hast, dich davon lösen. Wie viel mehr kannst du auch ja zu dir sagen, auch dahingehend, dass es dir wirklich sowas von egal ist, was andere von dir denken, andere über dich sagen. Das ist auch so eine Mentalität, das ist mir die Woche aufgrund verschiedener Begebenheiten und Begegnungen und Beobachtungen auch mal wieder so bewusst geworden. Wenn ich so, also zum einen, wenn ich so verschiedene beobachtet habe, gesehen habe in Begegnungen, wahrgenommen habe, wo ganz viel im Unbewussten verborgen ist, das bis eben aktiv ist, dass sie diese Menschen den Körper so ernähren lässt, wie er es gar nicht möchte, weil sie sich nicht das Allerbeste an Ernährung erlauben. Und wenn du magst, schau mal bewusst in die Welt hinaus, wenn du Menschen begegnest, in wie viel leere Augen schaust, in wie viel leere Blicke du schaust. Und hol dir mal Kinderaugen vor deinem geistigen Auge. Wie groß Kinderaugen in die Welt blicken, ganz neugierig. Und diese Kinderaugen, die hattest du auch mal. Und diese Kinderaugen sind auch noch in dir verborgen. Du darfst wählen. Du hast einen freien Willen. Jeder von uns hat einen freien Willen. Jeder von uns kann neu wählen, jederzeit. Selbst wenn du bis eben, bis gestern, bis vorgestern interessante Wahlen getroffen hast und du jetzt sagst, na, den Kontostand wollte ich nicht so haben. Den Partner wollte ich so nicht an meiner Seite haben. Die familiäre Beziehung wollte ich so nicht haben. Da, wo ich jetzt lebe, wollte ich eigentlich nicht leben. Du kannst neu wählen, du hast einen freien Willen. Nichts und niemand kann über dich bestimmen, es sei denn, du lässt es zu. Und wie wäre es, diese Krisen und Themen, die im Außen sind, egal wie wir es nennen, völlig egal wie wir es nennen, im Außen sind immer Krisen und Themen. Im Außen, extern. Musst du externe Themen zu deinen machen? Nein. Stell dir mal vor, jeder von uns würde sein wahres Potenzial leben. Wer mit sich im Frieden, wer wirklich bei sich, würde wirklich sein eigenes Ding machen, ganz dem Herzen, der Seele folgen. Dem Herzen folgen, der Liebe folgen. Kann Liebe verletzend sein? Kann Liebe im Unfrieden sein? Was für eine Welt erwartet uns? Und da darf jeder von uns vorgehen. Da darf jeder von uns vorgehen, um diese Welt zu erschaffen. Unsere Mutter Erde, Lady Gaia. Wie viel mehr können wir auch Lady Gaia, Mutter Erde, achten und anerkennen und dankbar sein, dass sie für uns da ist, dass sie uns nährt und trägt und auch das Universum, das uns immer Sauerstoff zum Atmen zur Verfügung stellt, dass alle Zellen und Organe immer wissen, was zu tun ist, ob ich jetzt Wasser trinke, ob ich ein Schlückchen Wein trinke. Oder wenn ich was esse, dass der Körper genau weiß, alle Zellen und Organe, was zu tun ist. Und wie viel mehr kannst du dich dem Gedanken öffnen, dass du nur das Allerbeste verdient hast.
Und um das allerbeste aus deinem Leben jetzt zu machen, wie sehr kannst du dich dafür entscheiden, heute wirklich all in zu gehen, dich für dein Soulmate Life zu entscheiden? Und ja, wir freuen uns unfassbar, wenn du auch zu uns in Soulmate Life kommst, wo wir dich begleiten, 8 Monate, und gemeinsam dein freies Leben erschaffen, kreieren, wo wir an deiner Seite sind. Machen darfst du natürlich selbst, aber was genau da zu machen ist, und das fängt immer beim Sein, Haben, Tun an. Das Tun kommt an dritter Stelle. Erst geht es mal an das Unbewusste, was da unter der Oberfläche, im Eisberg, noch an Themen ist, die das verhindern, aber gleich zielorientiert unterwegs sein. Weil das ist auch die jetzige Zeitqualität. Es geht nicht mehr darum, noch ewig zurückzublicken und mit Rückführungen und Systemstellungen und keine Ahnung, Timeline und was es auch immer da an Ritualen gibt, erstmal noch Zeit ins Land ziehen zu lassen. Wie viel mehr darf es jetzt für dich darum gehen, dich wirklich auf die Zielgerade zu begeben, auf den Gipfel zu begeben, wo dein Soulmate Life auf dich wartet und wir das gemeinsam auch auf die Straße bringen. Und ich erzähle dir jetzt zum allerersten Mal, es ist deine Wahl, es ist deine Entscheidung, wie viel mehr kannst du aufhören, andere zu beobachten, einschließlich mich, einschließlich Madeleine, einschließlich unsere Familie, wie wir frei leben, weil das sind die Dinge, die in dir angelegt sind, so möchtest du es auch haben. Und du dir das Navigationssystem bei uns holen kannst. In diesem Sinne, wir freuen uns wirklich riesig, wenn wir dich begleiten dürfen. Es ist deine Wahl. Du darfst wählen für dich, wie will ich selbst es jetzt wirklich haben, ab heute. Wunderbare Frage, die du dir stellen kannst und darfst. Danke für dein Sein hier. Egal wie du dich entscheidest, danke für deine Zeit, die du heute Morgen hier mit mir verbracht hast. Oder natürlich auch danke, wenn du das Replay erst anschaust später. Hab einen wunderbaren Tag, feier dich, genieß dich und beginne mehr und mehr dir das allerbeste für dein Leben, für deine Familie, für die Menschen, die dir am Herzen liegen und vor allem für dich selbst zu erlauben. Danke, danke. Bis dahin. Ciao, ciao.